Samstag, 15.30 Uhr, der drittletzte Spieltag der Bundesliga ist angebrochen. Die Bayern empfangen die Schalker aus Gelsenkirchen in unserer Allianz Arena, in unserem geliebten roten Wohnzimmer vor 75.000. Ich hoffe, ihr supportet heute unsere Bayern zum Sieg. Wir müssen die drei Spiele gewinnen, dann sind wir deutscher Meister und gut ist. Wir brauchen da nicht auf Dortmund zu gucken, dass die irgendwo Punkte liegen lassen. Und ich würde mal sagen, auf geht's, ihr Roten, kämpfen und siegen mit Reisdorf Kölsch und eurem FC Bayern Michael. Mein Tipp wird sein 3:1 für unseren FC Bayern München. Und jetzt schalten wir zur Halbzeit 1. Auf geht's. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München im Tor. Jan Sommer, dann De Ligt und Pavard, die Innenverteidiger. Mazraoui auf der rechten Seite, Cancelo auf der linken Seite. Dann die Doppel-6, Musiala und Joshua Kimmich. Natürlich jetzt auf der 10, unser Thomas Müller. Dann Coman rechts, Sané links und vorne Serge Gnabry. Und jetzt geht es los. Auf geht's, Jungs, kämpfen und siegen. Erste Halbzeit, wir kommen. Auf geht's, erste Halbzeit. Kommt, Jungs, jetzt direkt. Jawohl. Ja, letzte Woche war ich in Bremen. Das war auch geil, ey. Du hast zwar nicht zum Spiel gesehen, aber die Stimmung war bei der Schickeria so geil. Das war fantastisch, ey. Das war zwar so anstrengend, aber so geil, Jungs da. Und die haben mich da behandelt, als wenn ich einer von ihnen wäre. So vom Alter her auch, ne? Nicht 50. Das war boah, anstrengend, gehüpft und mitgefiebert. Und der neue Song ist so geil. Das war echt geil da in Bremen. Und erfolgreich. Hoch da! Gut, Cancelo. Gut. Hoffentlich liefert der Müller heute. Nein, könnte nicht abschließen. Und denkt dran, YouTube, ne? Nicht vergessen. Dann Abo da lassen, heute auf 1020 kommen. Outdoor Fußball Urbex-Mischer bei YouTube, könnt ihr oben machen. Hey, hoch da! Komm! Ah, oh, Serge! Geh, geh! Mann, ist doch falsch gelaufen, Müller. Junge, 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 Junge. Danke auch ihr fürs Folgen, auch bei Instagram. FC Bayern Michael. Und bei YouTube. Ah, da muss ich mal meine Videos, die ich jetzt gemacht habe, mal reinstellen von Bremen und von dem Krankenhaus in Belgien. Ja, ich habe noch. Ich war nach dem Geburtstag da. Spiel zurück. So, jetzt hier verlagern. Spiel im Holländer. Jetzt geht er wieder da rein. Heute gewinnen wir. Hoffentlich. Wir müssen. Wir dürfen uns keine Niederlage oder keinen Punktverlust mehr erlauben in den drei Spielen. Da brauchen wir nur, wenn wir die drei Spiele gewinnen, sind wir Meister. Ganz einfach ist das. Da brauchen wir nicht auf Dortmund zu hoffen, dass die noch verlieren. Ganz einfach. Gut, Jungs. Lasst euch nicht den Schneide abkaufen. Ah, die Schalke machen kein Tor heute. Die Schalke machen heute kein Tor. Jetzt gerade abwählen, spielen Upamecano schon ganz kurz angeklungen ist zurück. Ja, hier steht er noch, hier neben dir. Jawohl, Josch. Jawohl, danke schön. Evi. Lieb, da,
Auch da war noch nicht an einen Einsatz zu denken. Das reicht er nicht. Marzina. Oh Leute, ich will jetzt hier 3-0 sehen. 3-4 Tore. Hauptsache ich hin. Für Coman, Superball, seine Kopfballablage bei Müller. Marius Grüter. Schalke hält schlecht. Bochum, yes, gut Bochum. Chaos. Bayern und der VfL, Bayern und der VfL, Bayern und der VfL. Nein. Julina. Nein. Gut, Cancelo. Gut. Der Reporter mal sagt, ganz so. München! Ja, der Bessere wird Meister. Die Bayern sind Servus. Auch sie gewinnen. Jetzt gibt es auch noch das Tor. Das ist so emotional wichtig. Natürlich auch mit den Punkten wichtig auswärts. Bayern kämpft, nur sie. So, jetzt haben wir mal kurz Päuschen, da verlässt uns. Dann geht mal auf YouTube, ne? Guckt mal ein Abo da lassen, komm Leute. Das macht mir mal eine Freude am Samstag, ne? Viel Arbeit, ich könnte bei Insta gucken, was ich gemacht habe heute. Also FC Bayern Michael, Instagram. Dann mal gucken. Deswegen die zwei Gegentore. Naja, was jetzt auch nicht passiert, ne? Jetzt 1-0 stehen würde. Dann würde es gut aussehen, aber jetzt. Solange 0-0 steht, ist immer blöd, ne? Das dauert ja auch immer ewig. Ja, mach doch die Reklame weg da. Ja, wir machen allzu viel Bummelerei. Kann man ja mal machen, einmal, aber ich weiß nicht. Kommen wir wieder rüber, Cancelo. Müssen mich hier wieder offen. FCB. Rot wie Blut und weiß wie Schnee. Basketball dürfte so der Allgemeinzustand werden für diesen Alltag. Rot wie Blut und weiß wie Schnee. Gnabry. Tja, wo ist der Müller denn bitte? Mann, ey. Gut, Serge. Siebte Minute. Lukas Sauer. Ich komme aus der Nähe von Köln. Das war's nicht nüchtern als zuletzt. Lass dich doch fallen da und nicht nur rumpeln, rumpeln. Spielwitz, Leichtigkeit, das haben sie viel zu sehen auf dem Platz bekommen. Das letzte Heimspiel beispielsweise gegen Hertha BSC. Ist über 90 Minuten zu ruhig geblieben. Und auch im Weg, das hätte ja schief gehen können. Jetzt den Platz mit dem 11. Titel in Folge. Es ist ein hart erarbeiteter. Ja. Dann lass dich doch fallen. Ist doch faul. Ja, oh, Union führt 1-0. Krass. Normalerweise würden Bayern alle drei Spiele verlieren und Dortmund alle drei Spiele verlieren und Union deutscher Meister werden. Weil sie hätten natürlich mehr verdient als die Bayern oder die Dortmunder. Oder vorher als FCB kriegen die doch dann. Taub oder was? Sie lassen jetzt gibt's Le Coman, Musiala, Platz bei ihm. Joao Cancelo. Fein gemacht von Musiala, jetzt Coman, Bona und keine Ecke. Also ich höre nur Bayern. Ich weiß nicht, wo du guckst, aber
jetzt beginnt. Jetzt mal ganz kurz den Gedanken von vorhin, also die Zwickmühle für den Schalker, dass sie sich zu tief reinspielen, dass der Weg zum Tor zu weit, plus irgendwann mal klingelt es halt gegen den FC Bayern zumindest in aller Regel. Und wenn man vorne drauf geht, das macht es den nicht übertrieben schnellen Innenverteidiger. Nein, nein. Das ist schwer. Ah. Guter gelungener Zweikampf hier von Kenan Karaman. Ja, verstehe ich auch nicht. Na, ist nur wegen der Kohle, der Trainer von Bochum nach Schalke gegangen, 100%. Können die Bochumer schon drin bleiben und Schalke absteigen. Gut, raus, raus. Groß, breit machen, jawohl. Super. Von Lazza Müller, Thomas Müller und immer noch Müller und jetzt nein, Coman nicht drin. Weiter geht's, Müller jetzt. Mensch, ey. Super, Thomas. Müller, cool. Super, Müller. Die rechte Seite über Leroy Sané ging's los. Seitball für Thomas Müller. Lazza kommt dann nicht mehr in den Zweikampf. Schwolo hat ihn am Ende, weil ihn die Bayern nicht über die Linie geschnuppert bekommen. Coman. Zeig mal. Er rettet hier auf der Linie. Ja, Müller mit der Hand. Hätte doch noch nicht mal gezählt. Ah, gut, läuft. Thomas, unser Mann. Genau. Thomas spielt immer. Müller spielt immer. Müller ist genial. Andi, gleich hier los. Bam. 1-0, 2-0, 3-0 und dann. Und tschüss, Sikorski. Dann macht die Borussia aus Gladbach einen Unentschieden gegen den BVB. Vielleicht gewinnen die sogar. Ja, glaubst du nicht. Ein Unentschieden war immer drin. Wenn die wieder gewinnen, müssen die Dortmunder. 0-0, die spielen heute Abend erst. Was geht bei Ecken und was geht bei Freistößen? Den hier zum Beispiel reingebracht von Lazza. Kral kommt nicht ran. Gnabry. Gut. So, jetzt. Gut, Thomas. Der Müller ist genial. Der Müller, weiß ich nicht. Das habe ich schon beim Tuchel nicht verstanden und beim Nagelsmann auch nicht verstanden. Ich glaube, das letzte Spiel ist glaube ich, runtergegangen, ne, gegen München. Danke, Lars. Für die Hose. Boah, es fängt langsam an, der Rücken zu schmerzen, ey. Müssen wir bei Instagram gucken, ey. Boah. Weil man sich Räume freispielt, wie hier zum Beispiel Masraoui. Komm, steh auf, Serge. 12. Minute. Die Bayern dem 1-0 nahe. Coman. Gut zugelaufen von Brunner. Kimmich, schneller Richtungswechsel. Wir wollen Bayern Siege sehen. Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön. Bam, 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 bam. Oh, boy, was ist das denn? Oh, wie wäre das? Oh, wie wäre das? Wunderschön. Und denk an YouTube, Leute. Lass mal ein Abo da, ne? Outdoor-Fußball-Urbex-Mischer. Komm, wir kommen doch heute auf 1020. Ey. Das sind sieben Leute nur. Natürlich auch so ein kleiner Faktor in dieser insgesamt misslichen Rückrunde. Oh, wie wäre das? Na, das ist Leroy. Kingsley Coman. Links an Bruno vorbei. Von zwei Mann umringt. Cancelo. Schießt uns Druck, Mann. Das Ding ist doch wow. Thomas Müller, du bist der beste Mann.
Thomas, mein Gott. Wer vor dem Kopf? Zack. Sehr gut, Thomas. Ja, läuft, 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 läuft. So, jetzt Ecktor, Ecktor, gucken. Oh. Oh. Ah. Gut, Matthijs. Boah, mein Rücken, ey. Ich hab meinen Arm gehalten, ey. Das waren auch nochmal fast 2 Tonnen, ey, heute. Letztes Mal haben wir 3,3 Tonnen gemacht, ey. Oh, das ist so ein... Ja, was wollte er denn da machen, der Search? Glaubst du nur, oder was? Er ist natürlich jetzt doof. Von der Stunde noch kein Tor für die Bayern. Jetzt, ja, danke, Sabrina habe ich nicht gesehen. Danke für die TikToks. Sabrina, nie. Danke. Tschalala, tschalala, FCB. Mit seinen Instinkten. Ach, Manu. Manu. Wieder sichtbar zurück. Manuel Neuer. Üblicherweise würde es bei diesem Spiel zur Folklore gehören, dass Manuel. Wie steht es? 0-0 noch. 8-0 heute, FCB. Ja. Ich bin schwer mit 1 zu 0 zufrieden. Hauptsache 3 Punkte. Bam. Also. Aber aufpassen jetzt. Wenn ich dann 1-0 zurücklehne, dann wird es wieder schwer. Manche schreiben die kalte Scheiße, echt. Langeweile in ihrem Leben. Das sind 3 Punkte, ja. Volksfan. Keine Ahnung. Leben. Spielen! Mann, schau mal. Ja. Da gehen wir auf YouTube und dann gucken wir mal Zimmer an. Dann sollen wir mal sagen, ist ja Volksfan. Ich war letzte Woche mal in Bremen. Ja, wir sind ein Erfolgsfan. Wir haben Erfolg gehabt. Also Erfolgsfan. Yeah. Wir werden zum 11. Mal in Folge Deutscher Meister auch Erfolgsfan. Geil. Ja, bin ich hier am Erfolgsfan. Das ist der Geist, der in dieser Mannschaft steckt. Ja, jetzt, die Wolfsburg, jetzt gewinnen sie. Unglaublich. Unglaublich. Ja, letzte Woche gegen Dortmund gewinnen sollen. Oder unentschieden. Wie war es, 6 Stück kassieren, ey. 6 Stück. Schon Arbeitsverweigerung. Oh, danke schön. Ach, jetzt habe ich es zu spät. Ah, ein Teamherz. Danke. Jetzt klingelt Musiala. Danke. Im letzten Moment Frankenberg noch. Lange ging das nicht mehr gut. Kannst du dann verstehen, dass Bayern so gut ist? Hm. Eigentlich nicht. Aber gar nicht mehr da. Ich finde es gut. Schlicht nicht sauber getroffen, dieses Zuspiel von Jamal Musiala. Sachsen-Schlösser sagt, ihr seid 11 Jahre. Ihr seid 11 Jahre. Glück auf! Eigentlich die nächste Großchance für den FC Bayern. Ja, ja. Mit Zwiebeln. Döner macht schöner. Nur der FCB. Nur der FCB. Deutscher Meister, wenn du der FCB. Aufmerksam genug. Der lange Ball aber auch nicht sauber genug. Das hat keine richtige Frage. Manche Minute ist bei dir. 18:30. Genau. Fitness Junkie, danke.
Danke für die Hose, Fitness-Junkie. Sport bei schon mal langsam machen, ey. Aber erst wenn ich Gachen fertig bin, dann kommt er die Wurz an. Ja, BVB macht das ja jetzt nicht schlecht. Ne? Das wollen ja alle in der Bundesliga, dass es spannend ist. Das ist ja spannend bis zum, keine Ahnung, bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich. Und gelb. Das ist die erste gelbe Karte in diesem Spiel, das taktische Foul. Und hält ja immer noch fest. Foul ist Foul. Die Karte geht auch. Führt einfach, ja, ja. Cool. Das muss für den Otto unterliegen. Gehört nicht zu den Gefährten. Das ist seine siebte. Hüpfe, Bayern, hüpfe. Scheiße nach 20 Minuten noch 0-0. Ne? Macht weiter, Jungs. Ey. Halt doch mal eine Mannschaft aus dem Stadion. Ey. Treib den Ball, Matthijs. Gedankenschnell Müller, Sami und jetzt Ja! Thomas Müller, du bist der beste Mann. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Thomas Müller, du bist der beste Mann. Ja, ja. Sag doch, Thomas muss spielen. Thomas Müller spielt immer. Der Nagelsmann hat schon Scheiß damit gebaut und der Tuchel auch. Zack, 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 der Sané liegt super auf, bam, und dann ganz eiskalt mit dem linken Fuß um die Ecke geschnibbelt. So einfach ist Fußball. Bam. Ja. Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur der FCB. Nur der FCB. Deutscher Meister wird nur der FCB. Hey, nur der FCB. Nur der FCB. Müller! Ja, so geht's. So geht's. Statistisch her, es ist sein 21. Bundesligaspiel gegen Schalke. Es ist sein 12. Tor. Er hat eine herausragende Quote. Jedes Mal, wenn es gegen Königsblau geht. Ja, sehe ich noch nicht, dass man da. Muss der Tuchel doch jetzt geschnallt haben, den Müller immer spielen lassen. Da hat man auch mal einen schlechten Tag, ganz klar, aber. Ja, weg. Ja, aber. Müller, go. Gesetzter Rechtsverteidiger. Wahrscheinlich 04. München! Tschalala. Schon mal behaupten, das war es schon. Das war es schon. Richtig, Cologne. Ich bin der Kölsch Jung. Gutes Gespür und gutes Timing von Michael Frey. Was können die Schalker mit Ball bewirken? Kral. Gut gemacht, Kral. Was nimmt er sich? Wer hat er für einen komischen Schuss? Oh, das habe ich nicht gesehen. Danke. Sofortige Reaktion. Dankeschön. Ich bin durchaus mutig. Sie rücken gefühlt. Warte, ich guck mal, was du gemacht hast. Meil. Dankeschön. Gerade noch ein Schranke abzeichnen. Danke. Vielleicht Coman. Hat ihn fast gepflückt. So, das ist jetzt eine ganz kritische Phase für den FC Schalke. In direkter Steht auf, wenn ihr Bayern seid, steht auf.
Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid. Jawohl, Leute. Frankfurt führt ja, ist egal. Das interessiert mich nicht. Außer Bochum gewinnt, die Bayern gewinnen. Und die Gladbacher spielen nachher unentschieden gegen den BVB. Schalke ist der beste Club der Welt. Aber nur der FCB, nur der FCB, nur der FCB. Deutscher Meister wird nur der FCB, nur der FCB, nur der FCB. Yeah. Ein Bremen, das war ein geiles Lied, das neue, das war echt fantastisch. Oh. Der Finger von Fockenberg wird er bestraft. Schieß doch einfach! Über den Haufen gerannt worden. Das Spiel läuft zunächst weiter. Im Hintergrund wird möglicherweise schon fleißig gecheckt. Elfmeter. Elfmeter für den FC Bayern München. So kann es nur sein. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt, pass auf. Der hatte das Ding eigentlich schon. Naja, gut, im Griff ist anders. Jetzt Achtung. Absichtlich, meine ich, vom Bruder, der ausgestreckte Arm. Damit zumindest in dieser ersten Zeitlupe kein klares Foul erkennbar. Ja, zeig mal Wiederholung. Scheiße, scheiße, FCB. Gleich mal eine Glatze. Ah, jetzt kommt nochmal. Wir schauen, was wir vor mal diese Perspektive. Da geht der Arm raus. Ja. Ich würde sagen, es reicht nicht für den Elfer. Doch. Bam, guck mal, der macht das so. Willst du mich verarschen? Du hast doch ganz andere, du hast doch genau dasselbe wie ich auch. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Schlag ins Gesicht. Schlag ins Gesicht normalerweise. Das reicht nicht. Der haut ihm so ins Gesicht. Also. Scholt Löw, sieht einen klaren Ellbogeneinsatz. Nee, kein Ellbogen nicht, schlägt ihm so. Mit dem Ding sind sie sich. Ja, ganz klar, das Foul. Ins Gesicht, naja. Ih, willst du mich verarschen? Ist doch egal, der Arm hat also nichts verloren. Bam! Na ja, klar. Ja, pass auf, jetzt guck mal. Guck mal da. Puff. Gibt Argumente für beide Seiten. In der Zeitlupe, Foul in realer Geschwindigkeit, hätte ich gesagt, reicht nicht. Ja, klar, der macht das so, er holt doch aus. Er muss doch gar nicht so machen. Schlägt ihm nur ins Gesicht. Und Schröder, was sagt er? Elfmeter. Ja klar, ganz klar, Foulspiel. Ganz klares Foulspiel. Und jetzt schießt Thomas Müller. Klar, Elfer. Leute, seid doch mal nicht jetzt immer nur ein Bayernmeister, seid doch mal realistisch. Der schlägt ihm doch so ins Gesicht. Der Arm hat doch da gar nicht verloren. Leute, er holt doch so voll aus. Er schlägt ihm ins Gesicht. Ja. Und gelbe Karte, richtig. Alles klar. Das ist gar keine Frage. Das ist. Natürlich ist das Elfer, also Leute. Der Arm hat doch überhaupt nichts in dieser Höhe verloren. Fußball spielt man mit den Füßen und nicht mit der Hand. Also verstehe ich nicht, was man da nicht sagen kann. Das ist ganz klar Elfer. Wie gesagt, er hat doch mit der Hand da gar nichts verloren. Und jetzt geht's zum Punkt. Die Chance für den FC Bayern zum. Sieht der Josh schon wieder? Schießt der Josch wieder? Ja, dann geht doch auf meinem Live raus, wenn er schon nicht passt. Ne, also, kein Elfer. Also, überleg mal, der schlägt ihm voll ins Gesicht hier mit dem. Der Arm hat doch da gar nichts verloren. Was hat er denn mit dem Zweikampf zu tun? Also, das ist nicht angelegter Arm oder sowas, dass du den weghebeln kannst oder irgendwas. Das ist ja ganz klar. Also, er macht das so ins Gesicht, also, scheuert. Weil er keine Ahnung von Fußball hat. Alles so. Ihr seid Fernsehfans.
Erfolgsfan sind. Gar keine Ahnung von Fußball, ey. Echt. 29. Minute. Unglaublich. Erhöht der FC Bayern auf 2:0. Ja! Joshu! Josh, gib es! Das war's. Das war die Entscheidung. 3 Punkte. Aber der rutscht noch weg. Kann man da wegrutschen immer? Wie soll der FC Schalke nein, das ist schon gelaufen. Die Bayern machen jetzt noch 2 Tore. Schalke macht kein Tor mehr und tschüss. Hauptsache, wir haben 3 Punkte. Und geht weiter. Die Schalke kommen nicht mehr in die Mitte. Und das ist ja genau das Ding, was man bei da brauchst du gar nicht. Schalke hat ja nicht mal eine Chance. Immer auch im Gefühl hatte, wer ist vorbei. Das ist vorbei. Dies was. Dies was. In diversen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Ein für Fußball. Wenn die Tore da sind, kommt die Leichtigkeit zurück. Entscheidung, ja, war auch die Entscheidung. 2-0. Das kann man doch, man guckt das Spiel nicht oder was. Dann sieht man doch, dass Schalke keine Chance hat. Ne? Und du willst mir nicht erzählen, dass die jetzt noch 3 Tore schießen oder 2. Also da muss man nicht viel Erfahrung von Fußball haben. Also da muss man schon echt dumm sein. Also weiß ich nicht. Wie wollen die denn jetzt noch 2 Tore machen oder 3? Die Bayern schießen ja noch Tore. Also guck mal, die kommen ja nicht mal an ein Tor. Die schießen sich ja, die kommen mit Einwurf jetzt. Also, wie gesagt, also. Das muss man doch sehen. Das sind jetzt 30 Minuten gespielt, dass Schalke nicht mal eine Torschance hat. Also wie wollen die denn jetzt noch 2 oder 3 Tore schießen? Überleg mal, was ihr für Schwachsinn redet. Also, Leute, geht ein bisschen draußen spazieren oder gut ein bisschen Murmel spielen oder lest ein Buch oder was bei eurer Bildung. Junge, Junge, Junge. Manchmal ist echt abfuckend, manchen, die hier sind. Normalerweise ist es echt. Nur gezielte Leute reinlassen. Eier verkackt, du hast doch keine Ahnung. Wie wollen die denn noch 2, 3 Tore schießen, Schalke? Meine Fresse, habt ihr eine Ahnung, ey. Ah, ey. Ihr sagt ja vielleicht. Da wundert ihr euch, dass die Bayern arrogant sind, wenn so Kommentare kommt. Ey. Also. Junge, 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 Junge. Giri ist im Kopf. Wow, Alter, ey. Junge, Junge, Junge. Also ich habe 25 Jahre selber fast selber Fußball gespielt, relativ hoch und habe seit 2016 einen Trainerschein. Genau wie Anne und sei leise, weil leise Basti. Junge, Junge, was bist du für eine, ey? Wallgold, ich glaube mal. Das Bier schaltet dir im Kopf. Junge, Junge, ihr seid so primitive Primatenmannschaft, ey. Der ist gar kein Hirn, ey. Mann, oh Mann, ey, alles. Alles los. Das Leben wandern dürfen. Ja, und jetzt fällt 3-0. Wer im Spiel? Sané gestartet. Komm, 1-1. Komm. Spielen. Richtig fein gemacht. Dann der. Wow. Gut gemacht, ey. Ja, ist ja noch Zeit. Ja, noch 60 Minuten. Wieder Geld im Spiel. Alter, Alter. Ein Loch in der Wolkendecke. Ach, wir haben hier noch hier. Wir sind aus dem Pokal ausgeschieden, aus der Champions League ausgeschieden, brauchen noch kein Meister zu werden. Wir haben immer noch mehr Konto auf dem Geld, als was manche Vereine komplett mit Spielern kosten. Also das Geld, was wir auf dem Konto haben, auf dem Privatkonto, das sind 550 Millionen. Es ist schade, dass das nicht groß investiert wird bis jetzt, aber im Sommer schon. Der ganze erste FC Köln mit Spieler ist nicht so viel wert, und was die in Geld da haben. Also ja, ich rede ja von Bayern, ich rede ja von Deutschland. Nicht von
Vereinen, die gar nicht mehr existieren dürfen, weil sie ja hier irgendwelche Scheiß sagen oder sowas, oder wie Barcelona 1 Milliarde Schulden. Die haben bei uns nicht, weil du bei uns mal ein paar hunderttausend nicht hast, kriegst du keine Lizenz für irgendwas. Da müssen kleine Vereine schon über Existenzminimum reden, wenn sie mal nicht ihre die Lizenzen erfüllen, und Barcelona hat 1 Milliarde Schulden. Und die dürfen weitermachen und Spiel dafür, was weiß ich, kaufen und. Ja, die Bayern, wirst du sehen, was die jetzt da investieren werden im Sommer. Wie gesagt, ich kann immer nicht verstehen, dass sie den Haaland nicht geholt haben für 250 Millionen. Müller, auch eine gute Idee. Masraoui. Ah, Mann. Der wartet noch auf sein erstes Tor. Mit Trikot. Insgesamt ist eine halbe Stunde absolviert. Boah, ihr labert ein Scheiß. Ein Aufwärts hier an Festgezeichnet beim FC Bayern erinnert. Sie sind turmhoch überlegen auf allen Ebenen in diesem Spiel. Und ich will echt spacken, ey. Ja, das Internet, das sind alles nur Internet-Rambos, ne? Wenn die Po einstehen würden, würden sie die Zähne nicht auseinanderkriegen, weil sie sich in die Hose kacken würden. Aber jetzt ist ja alles hier anonym, da kann ja jeder nennen, wie er sich will, macht einen neuen Account sich und hat eine große Fresse, aber wenn man dann mal sagt, komm, wir treffen uns irgendwo mal, dann stehst du alleine da, weil sie keine Eier in der Hose haben, ne? Aber ist ja immer so, ne? Meistens sind das immer so, ja, die sonst nichts zu sagen haben oder vielleicht irgendwie doch unterdrückt werden, gemobbt werden. Das sind dann die Größten hier im Internet. Foul und gängste gelbe Karte. Und das ist tatsächlich die gelbe Karte. Ist das bitter? Tatsächlich? Lass mich verarschen. Das ist ein schwerer Rückschlag für Schalke 04, der Worst Case. Um die Karte kommt man nicht herum. Nö, ganz klar, ist faul. Also. Masraoui wäre durch gewesen. Ja. Und das bedeutet, dass er am kommenden Samstag nicht mitspielen darf gegen Frankfurt. Ja, ist faul. Ausgesetzt und schwer. Junge. Das ist ganz bitter. Danke fürs Folgen, Leute. Auch bei YouTube, ne? Komm, mach mal da noch ein paar, dann auf 1020 kommen. Jetzt kriegen wir 7 Stück. Ja, genau, danke. Jetzt geht's los mit dem Umschalten hier bei den Spacken bei manchen. Echt, ey. Internet-Rambus. Drum die Sperre also für Günther. Kommende Woche. Jetzt Sané. War noch abgefälscht und das hätte gepasst. Fast das dritte für den FC Bayern. Leroy Sané. Toll. Union 2-0, boah. Krasse Scheiße. In Kirchen hat er sie gelernt. Krasse Scheiße. Ein Elgert-Schüler. Ach, Niklas. Ich stehe jetzt 2-0 FCB. Ja, Bayern verbindlich geworden. Ich weiß nicht, ich fand Bayern immer schon gut. Nicht jetzt nur Bayern München, sondern der Freistaat, die Berge, die Menschen, die Mentalität der Menschen, die Sprache der Menschen, das Essen, schöne Umgebung und alles so. Das, du wirst als Bayern-Fan geboren. Der Verein sucht dich aus, nicht nur den Verein. Ach, das hat er schön gesagt. Das ist ja wie bei Hogwarts. Sucht dich auch die komische Mütze aus. Der Mann, der ja wieder Blut in die königsblauen Adern gepumpt hat. Nein. So wichtige Spiele, so wichtige Elf. Ja, der Durchrutsch. Ach, mit dem Durchrutsch, ja noch keine Chance. Ah, jetzt hab's fotografiert. Dankeschön, Martin Fischer. Danke. Jetzt habe ich schnell fotografiert. Cool, danke dir. So, guck mal, jetzt haben wir 38 Minuten oder 7 Minuten. Und dann gucken wir heute Abend den BVB. Danke. Erster Fehler von Jamal Musiala in diesem Spiel. Hülter. Frei mit dabei, Auswärme im Strafraum. Ja. Achso. Danke, vorbei. Tschüss. Jetzt haben wir 254. Danke für die Hose. Manchmal kann man die Namen ja nicht aussprechen. Wartet noch auf sein erstes Schalker-Tor. Höchststrafe für Marius Bülter. Hier steht es, 2-0. Und sein Plan
blöderweise für Schalke nicht aufgegangen. Es war von Beginn an eine... Danke. Ach, guck mal. Das war Nachbarin. Dankeschön. Und bei... Danke. Hallo, Frau Nachbarin. Danke, Sascha. Nochmal, komm, mach noch eins. Zack. Ja, ich muss immer schnell genug sein. Danke. Noating. Danke, danke. Heftig geworden, Gast. Ja, gerade zum Glück. Vor dem Gewitter noch, ey. Mann, wollten wir schon drinnen. Grillen. Wollten eigentlich draußen gegrillt haben noch, aber hätte keine 5 Minuten mehr länger sein dürfen mit dem blöden Wetter. Ja. Zum Glück alles noch geklappt. Das ist wieder so ein Lutscher. Affen. Unter den Gästefans kein Abbruch. Schickeria in der Kurve zu stehen mit den Trommeln und alles. Und mit den Rauchtöpfen, das war scheiße, das hat so gebrannt in den Augen. Messi sperrt, super. Sehr gut gemacht, Arne. Denkt an YouTube, Leute. Im Juni geht auch wieder los mit Videos. Ich muss erstmal den Geburtstag von meinem Sohn da fertig hinkriegen. Ach ja, ich gehe nach Vatertag, den Freitag, gehe ich mir wieder ein Kino aus den 20er Jahren angucken. Das hat garantiert noch keiner auf der Welt, dieses YouTube-Video. Keiner. Ich aber noch den nächsten. Danke, Sascha. Ach, jetzt hab ich eigentlich auch gepasst. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur gucken. Danke, super, was war das? Ein Zwerg. Ein so talentierter Innenverteidiger, der möglicherweise ein zweites Jahr kriegt beim FC Schalke. Und wenn sie in der Bundesliga bleiben würde, das auch in den Zielen abholen. Durchaus sehr geschickt. Hab ich nicht gesehen. Sorry. Danke, aber trotzdem. 3-0 Union gegen Freiburg, Alter! Ist ja krass. Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Hätte man das gewusst, ey. Das gewusst und dass die Kölner da 5-2 gewinnen, krass. 1-0 Rückstand, dann ging es los. Leute, das ist echt. Ja, schade, das Bochum. Na gut, die brauchen jeden Punkt. Ja, die müssen hoch mal ein bisschen drin bleiben. Habt ihr gesehen, was mir in München da eine Choreografie gemacht hat? Freunde von Red Power Fanatics, die waren mit der Bahn da, mit den Leuten von Bochum da auf Tour. Das war toll. Muss drin bleiben. Fanfreundschaft, das ist ja immer so. Und glaubt mal, was die Kölner Gas geben werden. Oh, schon Rückenschmerzen, ey. Oh. Kannst du lieber 2 Stunden bumsen statt 4 Stunden im Garten rum? Alter. Zufrieden bist du? Ja. 2-0, super. Spiel raus! Müller mäht aber heute gut. Hinder! Mensch! Gut, Herrsch. Das ist weg. Alexander Schmolo. Wir hätten jetzt nochmal Gas geben müssen. In Köln hätten sie gewinnen müssen. Aber jetzt, wobei.
Jetzt ist es vorbei. Auch komplett angezündet ist und emotionalisiert ist von diesen. Das ist schon verletzt. So wichtigen Wochen für den Schalke. Ach, Schalke. Ach, ja, haben wir ja schon mal. Aber jetzt habe ich auch fotografiert. Danke. Noah. Danke für die Folgen. Auch bei Instagram mal gehen, ne? Bei Instagram. FC Bayern, Michel. Aber viel wichtiger, ja, die könnt ihr auch alle machen. Hier natürlich auch bei TikTok und bei YouTube, bitte. Outdoor Fußball Urbex Michel. Ich glaube, wir können noch auf FC Bayern Michel eingehen. Moin. Basi. Thomas Müller. Ja, ist ganz klar, es ist voll gewesen. Toll. Ach, das ist die. 32. Bundesligaspiel, erstmals am Putz. Die ist geil, die Katrin, oder die heißt Kathleen, ne? Die muss das machen demnächst. Die hat jetzt ihren Abschluss gemacht in Basisch. Wie heißt du auf YouTube? Outdoor Fußball Urbex Michel. Kannst du aber hier auf TikTok oben drauf gehen. Da kannst du dann auch YouTube-Zeichen machen und dann. Bist du direkt auf meiner Seite. Abo da lassen, kostet nichts. Würde mich riesig freuen, wenn wir da jetzt langsam mal, sagen wir mal, jetzt auf die 1020 gehen. Erstmal langsame Schritte machen. Jetzt sind wir auf 1000. Das freut mich. Dann machen wir 1020, 1030, 1040. Immer wickeln. Es werden jetzt Videos kommen. Wie gesagt, ich gehe jetzt in den Kino rein von 1920. Da war noch keiner von da auf der Welt drin und hat ein YouTube-Video gemacht. Werdet ihr sehen. Gut, klappt. Super, Noah, danke. Nimm noch andere mit, die mich abonnieren. Jojo, genau, deutscher Meister wird nur der FCB. Schalke, merkt kein Tor heute. Da sind sie zu, ja, zu lullihaft heute. Aber die haben immer Spaß noch. 4 Minuten Nachspielzeit, krass. Dann noch ein Türchen fallen, ne? Ja, 3-0, ja. Kommen wir noch hin. Aber da brauchen wir uns keine Angst zu machen. Schalke ist heute nicht gut. Also nicht effektiv genug nach vorne. Zwingend irgendwelchen Torstand zu kreieren, ne? Die FC Bayern überlegen. Ja, ganz klar. Die FC Bayern zurecht mit 2-0 kommen. Ja. Weil es nichts drin für Schalke, nicht mal ein Türchen. Nicht mal ein Türchen für Schalke. Sorry. Das Ergebnis oder die Tatsache, dass noch 45 Minuten zu spielen sind, dass auch im Spiel nach vorne sich im Moment also kaum eine Perspektive abzeichnet. Der Schalker geht. Ah, da kommt ja auch nichts für Schalke. Guck mal, der bewegt sich auch gar keiner. Die können nur ein Tor machen, wenn aus Versehen Elfer gegeben wird oder. Zusammenschießen zu lassen. Das kann auch so wichtig sein. Das ist doch nur. Genau, danke. Das hat doch mit Betteln nichts zu tun. Ich will doch kein Geld. Ich habe doch nicht gesagt, du einen Euro überweisen. Also würde ich sagen, hier ist meine Paypal-Adresse, michaelhasing@web.de. So. Ja, ich habe ja nicht gesagt, die sollten mir bei Paypal jetzt, keine Ahnung, hunderte von Euros überweisen. Ich habe doch nur gefragt, ein Abo, das kostet doch nichts, das ist doch nicht schlimm. Dankeschön. Ja, das wollte ich jetzt gerade vermeiden, aber danke. Danke für die Rosen, Knaller. 30 Rosen sind wir schon. Boah, danke. Danke, danke. Letzte Platz. Ah, ich hab Namen, ey. Danke für die 39 Rosen, danke. Das ist doch schlimm, wenn ich jetzt frage, Abos von, wie gesagt, vielleicht gefällt es euch auch bei YouTube. Ne? Da sind ja nicht nur Bayern-Videos drin, da sind ja auch Videos privat drin von meinem Leben, Gefühlsvideos, von meiner Krankheit, die ich hatte, von Menschen, die ich verloren habe, Freunde. Videos drin, Wandervideos, Bunkervideos, Lost Place Videos, alles Mögliche. Ne? Könnt ihr ja gucken, wenn euch das gefällt. Wenn nicht, habt ihr mal einen Punkt gemacht, habt ihr mir das Plus geklaut, was nichts kostet und dann ist das halt so. Ne? Da muss man sich ja nicht ärgern, weil es kostet ja nichts. Ich will ja kein monatliches Geld haben oder sowas. Ne? Es ist ja nur, dass ihr nur mir das Plus klaut. Ne? Und mich würde es freuen, wenn ich ein paar Abonnenten mehr habe. Ob ihr guckt oder nicht, aber hauptsächlich die Zahl ist ja da. Ne? Klar würde mich da freuen, wenn da viele gucken. Da sind ja auch viele, die das gucken und mir positive Feedbacks schicken und sowas. Ne? Ja, dafür macht man ja auch die Arbeit. Wie gesagt, ich verdiene ja da kein Geld mit. Es ist nur schön, dass ich andere Menschen, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben, mitnehmen kann auf diese Abenteuer. Das ist ja. Für mich ja schön, ne? Bitte auch noch ein Buch, ein schlechter Mensch.
Buch. Wie Buch? Hast du ein Buch, eine Reise? Hast du gebucht oder was meinst du jetzt? Buch? Ein schlechter Mensch. In Dortmund für ein Buch? Schlechter Mensch verstehe ich nicht. Bin sorry? Du bist ein schlechter Mensch, nur in Dortmund, das habe ich nicht gesagt. Gibt es das Trikot noch? Oh, das weiß ich nicht. Nee, da war das so eine Limited Edition, Sonderedition. Nee. 10 Jahre in Folge deutscher Meister. 2:0, Halbzeit ist. So, Halbzeit ist 2:0 für den FC Bayern München. Und jetzt geht's zur Halbzeitanalyse des Spiels Bayern München gegen S04. So, Halbzeit ist, die Bayern führen hochverdient mit 2:0. Und was sage ich immer, Leute, was sage ich immer? Thomas Müller spielt immer. Das hat der Louis van Gaal schon so gesagt. Müller spielt immer, aber Tuchel hat das jetzt erst verstanden und Nagelsmann gar nicht. Ne? So, jetzt führen die Bayern 2:0. Da wird auch nicht mehr viel kommen von Schalke, weil das ist eine Klasse besser, die Bayern. Die Schalke haben nicht mal eine Torschance. Das Spiel wird 2:0 ausgehen. Man kann höchstens noch hoffen, dass die Bayern noch das dritte oder vierte Tor machen werden. Aber von Schalke wird da heute nicht mehr viel kommen. Und da muss ich sagen, das sind 3 wichtige Punkte und das Spielerische ist auch sehr gut. Die Harmonie passt. Sie kreieren viele Torschancen und klar ist noch Luft nach oben. Die Abstimmung stimmt noch nicht. Die Passgenauigkeit ist nicht so groß wie sonst immer. Aber es steht 2:0. Wir haben 3 sichere Punkte. Die Dortmunder müssen heute Abend erstmal gegen Gladbach nachziehen. Und nachziehen ist immer schlecht, weil der Druck dann groß ist. Aber die Bayern werden noch 1-2 Türchen machen, da bin ich mir sicher. Und das Spiel wird 2:0 ausgehen. Auf geht's zur Halbzeit 2. Auf geht's. So, auf geht's, 2. Halbzeit. Auf geht's, Jungs. So. Ja, der Anschluss wiederholt. Ja, Karaman. Karaman. Ja, was denn? Wir haben doch schon wieder den Ball. Die Schalker machen kein Tor mehr. Also die Bayern können jetzt gleich mal 5 Mann wechseln. So, Freischuss Bayern, ja, ganz klar. Tor für Bayern, ja. Ach, der Bierkapitän. Hier ist der Bierkapitän. Wir wollen eure Bierbäusche sehen. Danke, Chris. Die Bilder unverändert. Danke, 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 danke für die Rosen und das Ferkelchen. Das heißt anders, ne? Das heißt nicht Ferkelchen, das heißt Glücksschweinchen oder sowas, ne? Danke, danke. Bier, Kapitän. Kürzlich haben wir einen Muskelfaserriss ausgewiesen. Wir reden dann wieder 90 Minuten am Start. Tja, hätte man mal getippt auf, dass Schalke kein Tor macht. Joao Cancelo. Möglicherweise sein vorletztes Spiel in der Allianz Arena. Ach so, ja, ja. Je nachdem, wie es weitergeht, können sich die Fußballer vielleicht verständigen mit Manchester City. Ja, der Cancelo ist ein cooler Mann. Das geht, bei dir, in Hamburg. Ja, alles gut. Wie gesagt, bei Instagram mal gucken, was ich gearbeitet habe heute mit den Kollegen da. Die pflastert. Raus, was aufpassen. Zu deinem Fuß. Sehr schnabri. Und Ecke-Tor und dann war es das auf jeden Fall. HSV steigt auf und Bayern wird Meister. Richtig. Und dann kannst du mal anfangen gegen die VIP-Karte, ne? Los Gatos. Mindestens mal derzeit. Schon mal ganz kurz angerissen. Jetzt schon bestimmt dann in Hamburg raus. Zeig's mir mal alles da. Klar, aufsteigen. Wir können da trinken und essen dann. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. So, Ecke und Tor. Was bringt diese Ecke? Nix. Cancelo. Bring ihn doch rein. Ja, gut. Die Schalker, die kommen ja gar nicht raus. Danke fürs Folgen. Auch bitte auf YouTube folgen. Outdoor Fußball Urbex Mischa. Geht mal oben mal auf TikTok und dann lasst mal ein Abo da. Es hat gemüllert, genau. La 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 la
Danke, Leonard, für das Herz, Stürz und Ei. Du musst nicht traurig sein. So, Schalke, jetzt machen wir ein Tor, damit wir wieder ein bisschen Spannung reinkriegen. Aber wer soll der Tor da machen? Die können nicht mal einen Ball annehmen. Alles da sind die schlechten Schalker. Zweite Liga, Schalke ist dabei. Oha, weiter zum 3-0, genau. Dankeschön. Da, 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 da. Unterbrechungspause wieder, Schalke liegt am Boden. Also können wir nochmal das neue Lied anstimmen. Okay, Dankeschön, Leonard, danke. Höret ihr Spieler auf dem Rasen, tragt dieses Trikot mit Stolz, haltet die Farben in Ehren, bei Niederlage oder dem Erfolg. Ade, 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 oh. Ade, 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 oh. Ade, 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 oh. Das ist so geil. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt. Ja, Königsblau, jetzt haben wir ihn doch. Zum Ball. Spielen. Gut, gut und giftig, genau. Hast du noch? Cancelo. Und jetzt Gnabry, eingefreie Bahn, Gnabry! Hepa da Baru! Cancelo, Assis, Serge Gnabry! La 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 la! Ah, ole, ole, ole! Da, 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 sehr schön. Und jetzt gehe ich mir noch ein Bierchen holen. Jamalabadu, Arne. Yeah. Bam. Und alle durch. 3 zu 0, das war's. Jetzt hoffen wir auf die Borussia aus München, Gladbach. Ach, wir müssen gar nicht auf andere hoffen. Es ist scheißegal, wie die Dortmunder heute die Gladbach aus dem Stadion schießen. Wir gewinnen nächste Woche gegen Leipzig und dann beim 1. FC Köln. Und dann sind wir deutscher Meister aus eigener Kraft. Wird das noch ein brutaler Nachmittag für den FC Schalke und Thomas Reis? Haben wir noch eine große Pulle hier. Oh, 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 oh. Wir haben noch eine große Pulle. Womöglich. Bayern München. 3 zu 0 steht's, Arne. Auf der anderen Seite ein ergebnistechnischer Befreiungsschlag. Klasse, Erfolgszeit. So. Ach ja, Tordifferenz brauchen wir nicht viel zu tun, da sind wir eh weit vorne. Die Schalker, die rennen, die können noch 15 Mal wechseln. Die machen eigentlich heute kein einziges Tor mehr, Schalke. Schalke macht kein Tor mehr. Wer soll dann die Tore machen? Die kommen ja nicht mal bis an 16er. Also. Das sind ja Welten, die Schalke und die Bayern auseinander. Deswegen, das ist erste Liga gegen zweite Liga schon. Das ist schon. Meinst du was? München! Geil, Leute! Ja, badawadu! Und noch 40 Minuten. Ja, müssen die Bayern aber wirklich wieder Hilfe verursachen. Der Pavard oder irgendeiner. Ich weiß. Aber wie gesagt, wer soll denn da ein Tor machen? Kommen wir nicht mal an die Nähe des 16ers. Da verkacken wir schon wieder und wir haben den Ball da. Das hätte ich nervig. Genau. Pavard muss raus. Ach. Mülter. Ja, und Sommer. Jens Sommer.
Und jetzt kann man gleich mal den Tell bringen. Ne? Warten wir noch 7 Minuten, dann bringt man den Tell und die anderen alle. Mané will ich nicht mehr bringen, der durch den Rasenberg springen. Und dann haben wir noch einen Jugendspieler mal. Ne? Dass man die anderen Leute jetzt keine Gefahr aussetzt gegen Leipzig. Ne? Ne? FCB! Ich würde jetzt mal so dreimal wechseln und ein paar Spiele raustun für Leipzig, dass dann Keller sich verletzt, dass wir gegen Leipzig volle Kapelle haben. Und dann klappt das schon. In Köln nochmal schnell nochmal 20 Minuten aufdrehen, dann steht da auch 2-3-0. Und dann war das mit der Meisterschaft. Dann war es das. Und dann munter putzen, dann neue Saison, andere Spieler holen und dann Vollgas geben. Oha. Weniger stark dann diese Flanke. Ja, der wollte vorschießen. Aber wenn man auch so auf die Zahlen kommt zu diesem Spiel, es gibt wirklich nicht mal ansatzweise irgendwas, was für Schalke spricht. Ja. Hier nochmal Treffer Nummer 3. Es passt ein Stück weit auch in viele komplizierte Auswärtsauftritte des FC Schalke. Da gab es ja einige heftige Rückschläge, beispielsweise auswärts in Freiburg. Tja, wir müssen neue holen. Ja. Immer so eine Sache. Also wie gesagt, Grabenberg, Hotel und sowas, die haben sich alle gar nicht durchgesetzt. Saar muss das verkaufen. Ja. Also Rudi kannst du behalten, Cancelo würde ich holen. Aber nicht für diese Summe. Das ist ja auch utopisch. Utopische Summe da, 70.000. Der Videoassistent war es, der am vergangenen Freitag überhaupt das 3:2 ist. Sehr gut, da konnte man auch viel diskutieren. Ein Meister, deutscher Fußballmeister, FCB. Deutscher Fußballmeister. Genau, nochmal auslassen, Leute, kommt. Dass ich gleich, wenn ich da drauf gehe, dass ich auf 1020 komme. Ich war schon auf 1026, aber da haben mich so viele Leute wieder deabonniert. Aber ich weiß nicht, warum man da einen abonniert, wenn man ihn wieder deabonniert. Also verstehe ich nicht. Nur um die Zahl mal hochzutreiben. Weiß ich nicht. Lass man doch dann da. Ein Stürmer wollen wir auf jeden Fall. Dann haben wir keinen. Außer Schuppen und Deng. Und Tell. Wie gesagt, es passt alles nicht so richtig. Ob Meccano sagst. Den will ich auch verkaufen zum Beispiel. Der ist so anfällig, weil da kriegst du auch noch ein paar Millionen für. Ne? Der hat, glaube ich, 40, 45 Millionen kostet. Der ist zu fehleranfällig. Das bringt nichts. Da musst du andere Spieler holen. Ne? Und du hast ja jetzt Montara, De Ligt, super. De Ligt ist der beste Einkauf für diese 80 Millionen, wie das war, wie viel das war. Ne? Das war der beste Einkauf. Das hat schon Jahre vorher zu Juventus gegangen ist und nicht nach Bayern gegangen ist. Das ist ein super, super Verpflichtung gewesen. Weiter zum 4:0. Ja. Respekt verdient. Ja, guck mal, da ist ja schon, zack, der Ball wieder uns. Konstante Leistungen jetzt raus. Ja, Abstoß. Die Schalke haben keine Chance, keine. Ist da oben 10-18, was hat der vorne draufgeklickt? Ist da möglicherweise was denkbar? 10-18 ist mit der Fußball-Regelung bezüglich russischer Clubs weitergeht. FCB. Ja, ich hatte gerade die Schalke machen ein Tor, aber in dieser Form, die die haben, hätte man besser mal kein Tor gemacht. Sein Jünger war heute erfolgreich, sein jüngerer Sidi Sané, muss ich keine Gedanken machen, dass ich heute Tor mache. Guck mal da. Vermutlich spektakuläres 5:5 heute. Gegen Gladbach 2. Ja, ich weiß nicht, welche Stürmer. Du hast ja im Moment nichts Vernünftiges da. Ne? Der aus Neapel, der ist ja zu teuer. Der Kane ist zu alt. Dann hast Frankfurt, ja, jetzt hat er mal ein paar Tore gemacht. Aber die würde ich jetzt auch nicht für 70, 80 Millionen holen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ist im Moment sehr schwer. Ne? Da
einen fertigen Stürmer zu kriegen. Keine Ahnung. Ibrahimovic. Der ist zwar alt, aber der ist noch effektiv. Yoshida. Sonst hast du keinen. Ich kenne jetzt hier aus dem Ausland, jetzt alle nicht mehr da. Stürmer ist rein Rollstuhl. Guck mal, die Schalke haben auch gar keinen Bock mehr, so Tor zu machen oder irgendwie nach vorne zu spielen. Sollen wir eine halbe Stunde noch ein Trainingsspielchen? Ja, genau, danke. Abonniert mich nochmal auf YouTube. Da kann man noch oben auf YouTube gehen, auf YouTube, auf TikTok. Direkt auf YouTube pingen, da ist man direkt drauf, Abo, ping, zurück. Freiburg ein Tor gemacht, 3-1. Sandro Manini sehr herzlich begrüßt. Maja Yoshida, die kennen Sie noch von der Insel aus Southampton-Zeiten. Musiala in den Lauf von Cancelo, der war allerdings unerreichbar. Boah, die Schick, man, weiß ich nicht. Das sind aber keine richtigen guten Stürmer, die der FC Bayern braucht. Film doch auf Fernsehen. Nee, darf ich ja nicht. Ich würde es ja gerne machen. Ich würde euch gerne damit umdrehen und alles. Aber ich darf es nicht, ich werde da rein gesperrt. Ich hatte mal irgendwie so einen komischen Film geguckt und da wurde dann mal geschlossen und so, und dann wurde ich direkt gesperrt. Wurde ich direkt gesperrt. Wenn ich so mache. Süfkurve München! Kurven 2-1? Cool, hab ich dir noch nicht angezeigt. Ach, die Taube wäre was. Also ich wäre für Klose. Kerstin Janka. Vielleicht kurz der Blick aufs Personal. Hallo, FCB. Was gäb's denn da noch so? Ja, man kann ja jetzt wechseln, ne? Beim FC Bayern. Könnt doch mal den Blind spielen lassen. Bei 3-0. Hat der auch mal gespielt hat. Zeit für Ryan Grabenberg, Mathis Tell. Ich würde jetzt. Leon geht's gut und selbst. Ich meine, für 3-0, also perfekt. Ja, jetzt kann man ruhig mal wechseln. Jetzt. Müller wechselt zum HSV. Ne? Der Müller war jetzt bei Vorstand gewesen, hat gesagt, entweder spiele ich, ich bin im Sommer weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Müller ist eine Krone. Er wird Meister, ja. Wenn ich zwei Spiele jetzt gewinnst, dann ja. Und das ist ja halt gedacht und spielt jetzt. Voll mal geil, ja. Mindestens mal gedanklich. Carsten Janka, Fußballgott, Alex Zickler. Ziemlich wenig, um nicht zu sagen, nichts für den FC Schalke 04. Ach, die Schalke haben gar keine Chance. Also, das ist ein Trainingsspiel. Lieblingsspieler? Bastian Schweinsteiger, Fußballgott. Nach Ballverlust sofort zur Stelle, aufmerksam konzentriert. Wenn man auf die sogenannten Expected Goals guckt, also die Abschlusspositionen oder die Schalke, das ist eine halbe Stunde Trainingsspielchen bei den Bayern. Aber obwohl, das ist Trainingsspielchen. Bei den Bayern im Training ist härter zu Sache als heute die Schalke. Das ist Champions League, Real Madrid. Ich weiß, sie haben jetzt 1-1 gespielt zu Hause, aber ich glaube schon. Also ist egal. Also, oben 2-1, jetzt kommt's hier, genau. Ja, yeah. Und da hoffe ich auf Augsburg gegen den Dortmund. Oh Mann. Also, was wollte ich jetzt sagen? Diese Ecke. Es ist die erste für Schalke 04. Ich hätte das Konzept zu kommen. Was wollte ich jetzt sagen? Diese Ecke, die Abwehr! Doch nichts. Beste Chance für Schalke. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, Mailand, okay. Wer die Champions League gewinnt, ist der Spieler aus Real Madrid, Man City. Also egal, wer weiterkommt, einer von den zwei gewinnt die Champions League. Weil Inter Mailand Zweiter, würde ich mal sagen, bei 2-0. Und City wird gegen Inter gewinnen oder Real Madrid gegen Inter. Also einer der zwei. Starke Bewegung. Oh, und der schießt vorbei. So, da brauche ich auch nicht zu hoffen. Also wir müssen diese Spiele gewinnen. Augsburg verliert gegen Bochum 2-1 im Moment. Frankfurt gewinnt, ist 3-0 am Führen gegen Mainz. Das sind die zwei nächsten Gegner der Dortmunder. Ne? Also heute Gladbach. Also wenn die heute nicht unentschieden machen oder irgendwas,
Platz. Dann braucht man nicht auf Augsburg zu hoffen und auf Mainz. Die schon gegen die Kleinen verlieren, da werden die Bochumer 3-1 Bochum. Wie sehr trifft das den FC Schalke 04 im Hinblick auf... Das ist gut für die Bochumer, das freut mich. Tim Skarke gerade noch angesprochen. Das freut mich. Frei weicht, Holter kommt. Das freut mich. Tizian, danke für Folgen auch bei Instagram, FC Bayern Michael und auf YouTube. Outdoor Fußball Correct. Mischa. Vorbildung Trichler mittlerweile auf dem Pelz. Der erste Wechsel jetzt von FC Bayern. Kingsley Coman, so gut wie eh und je, so gut wie immer. Er liefert Ryan Bramberg, ein Herz. Sein Arbeitgeber, ja. Was denn? Die Überlegung von Thomas Müller. Und Dome. Prost. Danke, PJ. Die Chance eigentlich genutzt. Auch alles andere Wettbewerb. Kein Pokal, keine Champions League und nur Bundesliga. Das ist brutal mit diesem Kader. Bei dieser Spielstärke. So, jetzt haben wir noch 5 und 20 Minuten. Das ist überragend heute. Ja, das ist auch gut. Das war auch eine gute Verpflichtung. Aber ist immer noch nicht Weltklasse. Ne? Es reicht für die Bundesliga oder sowas. Man muss jetzt mal gucken, wenn man. Aber wenn Stanisic schon Mbappé ausschaltet bei Paris, also Alter. Und jetzt der nächste Konter. Gnabry auf dem Weg zum vierten. Gnabry lässt sich. Ja, Balabalu! Alle, alle, oh! Alle, alle, oh! Ich gebe mein Herz für dich. Für Bayern lebe ich, ich lass dich nie im Stich. Alle, alle, oh. Alle, alle, oh. Ich geb mein Herz für dich. Für Bayern lebe ich, ich lass dich nie im Stich. Schwerer Aussetzer, Maya Yoshida. Umgehend bestraft von Serge Gnabry. Die zweite Hälfte gehört der Doppelschlag. Keine weiteren Fragen. Jawohl. Das war Zirkelfeld zurück. Naja. Was bist du denn für ein Fan von welchem Verein? Ich glaube, dass ihr noch niemals Champions League gespielt habt. Dieter Schwachmato. Jetzt können wir noch hoffen, dass die Bayern noch ein, zwei Tore machen, aber wie sie da vom Spiel sehen, dann ist ja ein Trainingsspiel. Das ist ja Lalli-Lalli-Lo. Das ist ja dritte Liga-Niveau, wie die Schalker spielen. Das ist ja Torchancen null. Null. Bei Sky. 4-0, du sitzt da als würde. Ja, aber was soll ich mich denn? Das ist ja kein Spiel, was hin und her geht. Das ist eine klare Sache für die Bayern. Das ist jetzt 4-0. Und soll ich jetzt hier ein bisschen in die Decke gehen? Für uns. Das ist. Wie gesagt, wenn es jetzt hin und her gehen würde, wir würden 1-0 gewinnen, dann wäre das toll. Aber das ist ein Pflichtsieg für Schalke. Das ist ein absoluter Pflichtsieg. Pflichtsieg. Nichts weiter. War klar, dass wir heute gewinnen. War nur eine Frage der Höhe, wie wir gegen Schalke gewinnen und wie die Mannschaft da fungiert. Wir freuen uns dann am 27.05. beim 11. Mal in Folge, 11 Jahre in Folge Deutscher Meister zu werden. Wir feiern am Samstag, am 20.05. feiern wir ein Fanclub-Treffen. Am Fanclub-Treffen nächste Woche. Genau, Bayern führt, Bochum führt, was will man mehr? Bayern und der VfL. Bayern und der VfL. Bayern und der VfL. Ja. Bayern und der VfL. Bayern und der VfL.
Bayern und der VfL. Jawohl. Ja, gegen Leipzig. Wenn wir gegen Leipzig gewinnen, sind wir, müssen wir durch sein. Wenn wir gegen Leipzig gewinnen, sind wir durch. Da sind wir durch. Dann sind wir deutscher Meister. Wir müssen einfach nur die zwei Spiele gewinnen. Dann sind wir deutscher Meister. Brauchen wir nicht nach Dortmund zu gucken, wie die heute Abend spielen, wie die gegen Augsburg spielen, wie die gegen Mainz spielen letzten Spieltag. Einfach so. Leipzig wird sich alles geben, dann wäre ich auch nicht sicher. Sollten genau so. Ja, das ist schon klar. Das habe ich noch nicht gesagt. Dass die seit Monaten schon so eine Kruste. Mensch, ich glaube, machen ist ja nur gut. Ich glaube, man meinst du ja. Müsst ihr heute erstmal gegen Gladbach gewinnen? Guck mal, die können sich alle keine Chancen sehen mit zwei Mann gegen sechs Mann von Bayern. Kann ich so Glück haben, wenn er in den 16er geht, dass er da gefoult wird? Ja, das ist der Drehung heraus. Ja, ich wurde Belästigung durch Mobbing gemeldet. Wir müssen mal gucken, was die hier schreiben. Das müsst ihr mal gucken. Siehst du mal, das sind so Internet-Rambos, die da sich irgendwie dann melden, wie Langeweile die haben, nur weil sie jetzt nicht, dass nicht passt, dass die Bayern da irgendwie so ein Laber haben. Also, ihr könnt das ja selber sehen, was hier gesprochen wird. Wir blühen aus dem Moment sehr schmarrig. Denke ich mal, dass wir das heute schaffen. Ja, ich glaube auch, dass ihr den Gladbach aus dem Stadion schießt. Also ich glaube, wenn die 4-0 nicht gewinnen oder sowas, ne? Ihr werdet auch die letzten drei Spiele gewinnen. Deswegen wäre heute, also nicht für heute, wir haben noch zwei Spiele, ihr habt noch drei Spiele. Wer in den Spielen einen Punkt oder verliert, der ist raus. Ne? Da wird der andere deutsche Meister, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar, da muss man vorstellen, aber das hat mich einer gemeldet. Voll Honk. Also. Ja, ne, da ist ja irgendwas schief gelaufen, dass da irgendwie irgendeiner Mobbing oder das ist ja. Ich habe ja gar nicht beleidigt hier. Ach, ist nix, keine Chance. Die Schalker machen halt kein Tor mehr. Wahrscheinlichkeit sein längster Einsatz seit Wiedergenesung. Das ist natürlich schade. Das ist gesperrt. So, das ist gesperrt. Also. Oh, Tor, was war passiert? Welches Tor? Ah, Thomas, war gut. Aber guck mal, wir haben den Ball wieder. Ja, aber was wollen die jetzt machen? Wir haben noch 20 Minuten, dann machen die kein Tor mehr. Und der Torwart jetzt hier, bam. Oh, 3-2. Spielt keine Frage. 20 Minuten noch, ne, bei der Union. Schieß doch mal. Ja, ist ja geil. Hier sind echt Spackos drin, ne? Und die melden dann rein, da musst du mal vorstellen. Wegen Mobbing, also sie wissen gar nicht, was Mobbing ist. Also Mobbing, also wenn ich mal so ein Tier mobben würde, also, mobben kann ich ja nur einen, den ich ja tagtäglich sehe und nicht nur weil einer mal keine Bayernbrille. Ach, Roy Mackay, da habe ich ja von gesprochen. Johanne Elber. Mein Stimme ist mal zu meinem Zimmer kommen hier. Unter anderem ja auch mit der Schirmerausbildung tätig. Welchen Stürmer vorbei? Ja, Roy Mackay oder Giovanni Elba? Giovanni. Oh. Ja, hätte ich besser mal 3-0 getippt. Man hat kein Tor in die Schalke. Das ist ein absolut langweiliges Trainingsspiel. Und die Bayern machen das jetzt schon noch, ne? Man war noch ein Tor, die Bayern haben noch 18 Minuten Zeit und dann war auch das. Dann bohrt das.
Also wenn die Bayern jetzt nicht so dumm sind und dann noch einen wegrätschen in der Box. Grüße aus Mönchengladbach, Grüße aus Mönchengladbach. Grüße aus Gerben nach Mönchengladbach zurück. Dominik. Ja, heute Pünktchen gegen die Dortmunder, ne? Sieg wäre natürlich der Hammer, ne? Sieg wäre. Ja, aber einer zu viel wieder, ein Hake zu viel, ne? Danke, ich folge mir auch bei Instagram, FC Bayern Michel, bitte. Bei YouTube. Outdoor, Fußball, Rubex, Mischa. Ich glaube, ihr könnt auch noch FC Bayern Mischa reingehen. Das glaube ich auch noch. Ihr findet nämlich auch noch in diesen Dings. Machen das schon irgendwie. Ja, ihr müsst ja auch punkten, ne? Ja, wenn man alles verliert. Obwohl, aber das Problem, ihr könnt ja nichts mehr machen. Nach oben, nach unten und so weiter. Wir müssen vor Köln kommen. Das ist natürlich ein Ziel. Ne? Das ist natürlich. Wer ist die Macht am Rhein? Ne? Na gut, Leverkusen natürlich ein bisschen weiter vorne weg. La 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 OFCB OFCB. Da gewinnen wir 5-0, auch gut. Auch gut. 4-0 für Bayern, yes. Oh, ein entspanntes Spiel, aber naja, gut. Ich habe ja 3-1 getippt, da bin ich schon lange raus. Zu 0. Aber die Schalke kommen ja nicht mehr. Guck mal, da haben wir schon wieder. Vor der Mittellinie haben wir schon die Schalke. Also so schlecht. Also bei so einer Leistung muss auch absteigen. So. Hat nichts mit den Fans zu tun, aber wenn es nach den Fans gehen würde, dann wäre Schalke noch drin. Ne? Aber wie gesagt, das Drittliga-Niveau, was hier Schalke heute in München spielen. Ne? Wir haben nicht eine Torschance gehabt in 75 Minuten. Also, das kann man ja nicht Torschance in der Tor spielen. Ne? Drüber köpft. Das ist ja keine Torschance. Das ist richtig ausgespielt. Zum Torabschluss kommen, Torschluss oder. Du hast mich schon ein bisschen angebrochen. Ja, ist ja. Also, die könnten jetzt noch 3 Stunden spielen, die würden kein Tor mehr machen. So, Foul, Bayern, Freistoß. Und die Zeit läuft runter. Ja, aber Schalke machen jetzt keine 4 Tore mehr. Also, das würde noch nicht funktionieren. Mir ist an mir. Ne, was geht da? Nicht nur auf dem Feld, hier geht die Überzeugung zurück. Mir ist an die Bayern. Leipzig wird nochmal extrem krass. Also Bayern gewinnt 4 oder 5 zu 0. Zu 0 auf jeden Fall. Du könntest jetzt theoretisch den Torwart rausnehmen und einen Feldspieler mehr machen. Foul, Bayern, Freistoß. Könntest den Torwart rausnehmen, die würden trotzdem nicht ein Tor machen, die Schalke. DFB-Pokalfinale der Frauen, das gibt's bei uns auf Sky, Donnerstag ab 16 Uhr. Donnerstag? Ach, das war der Tag. Ja, wäre jetzt in Köln gewesen, dann wäre ich schon lieber, wenn die Bayern da gewesen wären. Wäre ja cool ist gewesen, die Bayern haben ja gegen Wolfsburg verloren. Freiburg. Wolfsburg unter Haus hoch gewinnen. Guck mal, die Schalke kommen nicht über die Mittellinie, haben den Ball schon wieder. Das ist ja nicht mal Drittliga-Niveau, ey. Oh Gott, schlecht. Ja, da kann man schon wieder. Auch hier lassen die Bayern nichts zu. Gegen den Schalkern ist super Bayern, super Bayern, ne? Das ist. Hey, Ladio.
zerstört die große Werbung, weil er jetzt nicht ins Menschen große Mannschaft macht. Nina, danke fürs Folgen. Jetzt auch bei YouTube. Diese Schnitzerin so auch im heutigen Spiel, was angesichts seiner Erfahrung halt. Ja, merkt das ist stark. Gar nicht ganz. Insgesamt die Schalker derzeit, das muss man auch sagen, spricht am heutigen Nachmittag nicht mehr mit dieser totalen defensiven Zuverlässigkeit. Ja, das ist ein Standard. Das ist nicht großartig, aber nächste Woche wird gefeiert. Die Bayern gegen Leipzig zu Hause. Dann wird gefeiert. Dann sind wir so irgendwie durch. Ja, das stimmt auch. Aber YouTube hat mir gerade eine Nachricht zukommen lassen, dass ich irgendwie, dass ich einer beschwert hat, gemeldet worden bin wegen Beleidigung oder Mobbing. Wird das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt? Ja, richtig. Gerne macht das Fußball. Wenn man euch nicht hätte. Zumindest mal auf dem Spiel die größte Schalke Chance in dieser Saison noch zu gucken. Am 34. Spieltag geht's nach Leipzig. Mal gucken, aber ja, ich bin gegen Köln, nicht gegen Real Madrid. Wie gesagt. Musiala. Die Bayern. Musiala und Till. Jemalabalu. 5:0 für den FC Bayern München. Und da ist noch ein Tor drin für die Bayern. Seine Mannschaft 50-5. Kantersieg Bayern. Kantersieg Bayern. Erzähl mal, da war ein gutes Spiel. Ne? Also mein und nur Luftpass. Zack, 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 super. Mein extra Bier. Danke. Pass mal auf, Arne. Los, Arne. Auch ein wichtiger Treffer für Mathis Tellier. Arne, ich habe schon mal nicht gefolgt. Ich habe dir jetzt gefolgt. Der Arne. Und mehr stattfinden muss in dieser Mannschaft. Ein Nachmittag zum Vergessen für. Hast du mir verdient. Thomas Reis und Jamal. Tell. 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 Hat er getroffen gegen Gladbach im Februar. 9 Minuten gegen Hertha, gegen Bremen, da ganz auf der Bank gewesen. Mathis Tell. Ja, so läuft. Geil, das Triple. Wir haben das Triple ja schon mal geholt. Aus Sicht der Münchner. Ist ja gar nicht so lange her. 2020, 2021, ne? Wir reden von 2 Jahren haben wir das Triple geholt. Und dann 2013 haben wir das Triple geholt. Alter. Die gesamte Mannschaft hat auch wir Triple geholt, dann ist dein Verein noch nie Meister geworden, Rostock. Sie sind noch nie Meister geworden. Das ist nicht der Bundesliga. Jetzt Drexler. Ach, 20 Meter vorbei, drüber. Das Spiel ist aus. Tschalalalala. Bayern geht mit 5:0 nach Haus. Soll ich nochmal das neue Lied der Bayern von der Schickeria anstimmen? Also, Daumen hoch oder Daumen runter? Also, Schickeria-Lied, das neue oder was wir in Bremen gesungen haben oder nicht? Also, so oder so? Ihr könnt es euch aussuchen. 3,99. Einer schon mal hoch. Wenn ihr zwei runterkommt, ist der Kapitän Bro runter. Also war unentschieden. Wieder einer hoch. Führen wir 2-1. 3 hoch. 3-1. Also bei 5-1 machen wir. Bei 5-1 machen wir nochmal. Also noch 2. 4. Einer muss noch. Klepp. Genau. Höre die Spieler auf dem Rasen. Trag dieses Trikot mit Stolz, halte die Farben in Ehren, bei Niederlage oder dem Erfolg. Aladi, adio, aladi, adio, aladi, adi, adi, adio. Hey! Schwolo! Da war aber der 6:0. Yes! Anubis. Egyptian. Ja, das war ja bald das gewesen. Aber guck mal, das ist alle Beine wieder durch. Zack, 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 zack. La 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 la
Immer schön rein und dann 6-0. Bam. Abseits. Abseits, wie steht's? 5-0 für den FC Bayern München. Und denkt dran, dass ihr nochmal, welche Minute ist das? 83-10. Markus, abgesperrt. Wenn einer noch ein positives Erlebnis bräuchte, eher wohl am dringendsten. Sadio Mané in den letzten paar Minuten. Ja. Zu Null ist auch mal gut wieder. Zu Null. Oha, Alter, der fällt ja wie, als wenn er mit einem Bulldozer überfahren wäre. Kathleen heißt die, glaube ich. Ne? Die ist gut. Die macht das super. Wobei, auch Meccano und Sané, Mané, auch ein schönes Verkauf. Jamal Musiala, er hängt hier. Jamal Musiala. Mit 17 Jahren habe ich ihn in mein Zimmer aufgenommen. Da. Können wir sehen? In meinen Augen ein makelloses Spiel. Da unten ist überhaupt nicht schief gegangen. Jamal Musiala. Ja, geil. Das ist auch ein Spieler, der für Jahrzehnte bei uns bleibt. Jamal und Licht. Ja, der Ball ist noch weg. Schalke macht nicht ein Tor. Schalke macht nicht ein Tor. Welcher Spieler soll das machen? Welcher von denen macht das? Schalke macht das. Er macht kein Tor. Kannst dir ein Ticket leisten. Ja, guck mal auf Facebook. Kannst du sehen, dass ich in Bremen war letzte Woche. Letzte Woche im Bremer Weserstadion. Das war eine coole Tour wieder. Mit der Bahn. Ticket Südkurve, also Stehplatz, das ist jetzt Südkurve, bei der Schickeria 17 Euro, 54 Euro die Bahnticket hin und zurück und dann von meinem Bahnhof bis nach Köln und von Köln wieder abends nach Hause. Top. Kann ich nicht zweimal mit dem Bahnhof oder mit dem Taxi fahren nach hier, zwei Auto weiter. Ja, raus. Zack, und jetzt umschalten und Tor. Ah, Schalke muss zweite Liga. Sie schaffen nicht mal ein Tor in München. Zu null. Oh, ich habe gar keinen Saft mehr. Warte mal. Ah, 21%, das schaffe ich noch. Das reicht noch für 5 Minutes. Lalalala. 20%. Ja, Jamal ist ein geiler Fußballer. Froh sein, bei uns spielt. So, und der Ball ist wieder fort, ist wieder auf unserer Seite. Ja, haben wir wieder abgefangen. Schalke, die machen kein einziges Tor. Also, ihr könnt froh sein, dass sich noch zwei kriegen. So, jetzt, aber umschalten, schneller umschalten. Hier, raus. Jetzt wir haben noch Bällchen. Ah, das ist ein Trainingsspiel. Wie aber gesagt, das ist. Das ist weniger anstrengend als beim Trainingsspiel. Sané, so viel zum Spiel, Masraoui wartet weit auf sein erstes Tor, Fahne oben. Schade, ne? Goretzka war das, ne, oder? Tor Nummer 6, Leon Goretzka. Ja, Goretzka. Zuvor abgebunden. Bochum 3-2. Das kommt ja eigentlich vom Gegner, ne? Nach dem Schuss von Nussaki Masraoui. Naja, gut. Da läuft sich dann Wolf. Zuletzt. Die Mannschaft hat es nie geschafft, dieses Spiel zu gestalten. Von Beginn an hinterhergelaufen.
Es kam nie die Emotionalität rein, die die Schalker... War kein Hilfer, Junge, oder? Nein, jetzt ist schon mehr beschwert. Könnte froh sein, wenn sie jetzt eine Ecke schießen dürfen. Ich glaube, das ist die erste Ecke, oder? Zwei Minuten noch. Das ist wieder die gewohnte Überlegenheit, die gewohnte Souveränität. Viele gute Ideen, viel Spielwitz. Spielwitz, ja, aber die machen kein Tor. Schalke macht kein Tor mehr. Schalke macht kein Tor mehr. Die beiden gewinnen 5:0 gegen den SC. S04 SC. Die Ecke wird abgefangen und dann wird zum 6-0 umgeschaltet. Umschaltspiel, bam. Da, zeng. Sicher Ecken. Mathis Tell entsorgt den Ball am ersten Posten. Jetzt schneller. Jawohl. Spiel aus. Spielende. Sané. Bayern marschiert. Spiel raus! Spiel raus! Sané, Müller! Ah, hättest du rausspielen müssen, rechts raus. Gut, gut, gut. Weiter so 6-0, genau. Die ganze Mannschaft stürmt nach vorne. Ah, dann trifft er nicht richtig. Zum Sechsten. Gut, Thomas. Oh, Feierabend. Die Bayern gewinnen. Die Bayern gewinnen. Es ist, wenn man so will, ein Ergebnis. Ja, aber Bällchen wieder. Super. Hinten rumspielen. 2 Minuten Nachspielzeit und Finish. Und 3 Punkte. 4 Punkte vor dann. Vor. Der Groß. 3 Minuten? 3 Minuten. Also das würde mit dem Teufel zugehen, wenn die doch, wenn die Schalke jetzt noch 5 Tore schießen würden. Das wäre natürlich Fiddle Fatz. Wie gesagt, schaffen nicht mal in 93 Minuten ein Tor zu machen. Also. Alter Falter. Schön, schön, Mann. Schön zu Mann zu Null und dann und Sieg um 4 Punkte vor und Arschruf nachher so. Der FC Bayern, also mit 4 Punkten vorne in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ah, schade. Gut. Was tippst du noch? Keine Ahnung. Also, wenn die doch mal so spielen wie gegen Wolfsburg, knallen sie die Gladbach raus aus dem Stadion. Ich weiß es nicht, wie die Spieler halt so hoch sind und so weiter. Die sehen jetzt auch 4 Punkte, die müssen unbedingt gewinnen. Wird schwer, Gladbach ist natürlich auch, aber es ist jetzt nicht Union Berlin, ne? Oder eine Mannschaft, die oben drin steht oder so, bei Leverkusen, wo man sich schwer tun kann. Spielen gegen Gladbach, ne? Einfach nur gegen Gladbach. Danke. Folge, Jonas. Bochum 3-3, ja, ist egal, Hauptsache ihr einen Punkt. Die sind für jeden Punkt Hauptmann, ne? Ist nicht schlimm, 3-3. Aber dass sie verlieren nicht. Sie bleiben drinnen. Das ist kein Problem. Ah, die Bayern wieder voll drauf. So, Feierabend jetzt. Pfeif ab. Alle, alle, yo. Oh. Ich gebe mein Herz für dich, für Bayern. Jetzt, jetzt! Yes, Adam! 6:0! 6:0, Leute! Geil! Geil, 6:0, Leute. Das ist ja mal was Schönes. 2:0 und das ist jetzt Ende. Vielleicht machen wir mal in etwas verlängerter Fassung den Spielzug zu diesem Tor. Nusayir Masraoui. Ja, freue ich mich für den Jungen, ne? FC Bayern Meister. Danke, wir folgen. Geht an YouTube. Leute, wir sind 35 Leute. Tut mir doch ein paar Abos auf YouTube lassen. Ja, aber du, alle. Kommt. Geht mal auf TikTok oben und lasst ein Abo da auf YouTube, ne? Kostet nichts. Also Outdoor Fußball Eurobrags Mischer. Please. Und wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt, umsonst, lasst es auch da.
nicht wieder deabonnieren. Instagram heiße ich FC Bayern Michel. Guck mal, wer da ist. Da ist Dr. Sinsen. Folgt mir. Ingonator folgt mir. Die Case. Das ist von. So. So, das Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt 6:0 gegen Schalke 04. Und jetzt kommt die Endanalyse. Auf, wie geht's? So, das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen zu Hause gegen die Schalker 6:0. Also das waren zwei Klassenunterschiede. Also die Schalker haben heute gespielt wie in der zweiten Liga. Aber ich würde mal sagen, zwei Klassenunterschiede heißt dritte Liga. Das war nicht mal die zweite Liga-Niveau. Also das war gar nichts. Torschancen 0. Das war, dann hättest du jetzt noch 3 Stunden spielen können, hätten die nicht ein Tor geschossen, die Schalker. Ne? 6:0, Schützenfest in München heute. Anzeichen und zack, 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 zack an Dortmund. Ne? Jetzt müssen sie nachlegen. Wir sind 4 Punkte vor. Jetzt spielen sie heute gegen Gladbach um 6:30. Das werde ich mir auch anschauen. Aber super, Jungs. Das war mal ein schönes Spiel. Das war, wie gesagt, beim Training geht es bei euch härter zur Sache als heute gegen Schalke. Das waren 2 Klassenniveau, erste Liga gegen dritte Liga. Thomas Müller spielt immer geil. Ne? Und das nächste Spiel wird das schwierigste Spiel wie immer werden gegen die Leipziger. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen. Schön trainieren in der Woche und dann vorbereiten auf Leipzig. Knallen wir die weg, knallen wir die Kölner weg. Sind wir zum 11. Mal in Folge deutscher Meister. Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur der FCB. Nur der FCB. Und die Bochumer haben, glaube ich, nur 3-3 gespielt, aber die Freundschaft Bayern und der VfL. Bayern und der VfL. Bayern und der VfL. So. Und Tschüssikowski.